Moin moin Matrosen, hier ist der Klabautermann. Herzlich willkommen zu Frostpunk Eiskalte Entscheidung Teil 2. Bevor es losgeht, kurz der Hinweis, wenn ihr ein Abo dalasst und die kleine Glocke anklickt, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn ein neues Video von mir online geht. Soweit, jetzt viel Spaß mit Frostpunk. Ich habe ganz am Anfang den Fehler gemacht, dass ich zum einen die Pause-Taste nicht genutzt habe. Da habe ich mittlerweile gelernt, das könnte sehr hilfreich sein. Und dass ich zum anderen nicht erkannt habe, dass ich deutlich mehr als 15 Leute habe und dann der Kohlemine am Anfang erstmal nur 15 Leute zugewiesen habe, bevor ich entdeckt habe, dass es da deutlich mehr gibt. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt nicht ganz so erfolgreich sind hier. Aber als kleine Entschädigung, was war die Pause-Taste? Leertaste, oder? Ja, genau, ich habe es pausiert. Als kleine Entschädigung habe ich mir überlegt, dass ich mal ausprobiere, wie es ist, wenn man gnadenlos hart spielt. Also ich werde keine große Rücksicht nehmen auf die Leute, die mir da anvertraut sind. Ich werde die schinden und knechten, soweit sie, also natürlich will ich nicht, dass sie mir in den Kragen gehen, aber werde nicht als Menschenfreund agieren, sondern werde mal schauen, Kinderarbeit kein Problem, Leute wegschicken und verhungern lassen auch kein Problem, wie sich das Spiel mit so einer, mit so einem Arschlochverhalten sozusagen, wie sich das Spiel da spielt. Was wir schon gemacht haben, wir haben hier die Zelte aufgebaut und haben da, glaube ich, für unsere 40 Leute 1, 2, 3, 4 auch genug Zelte. 10 von 10, das heißt, die sind voll. Haben den Ofen zum Laufen gekriegt. Haben hier, das ist das neueste Gebäude, eine Sanitätsstation gebaut, wo doch jetzt aber auch, das sind die beiden Ingenieure, funktionsuntüchtig und zu Hause. Patienten. Ah, okay. Was ich noch nicht verstehe, also das ist ein Kind. Das ist etwa 2 Tagen müssten die wieder gesund sein. Wo ich mir unsicher bin, was dieses Haus bedeutet. Diese Person hat keine Unterkunft für die Nacht und ist gezwungen, auf dem Boden zu schlafen. Diese Person ist krank, wird aber behandelt. Das heißt, wir haben hier nur 1, 2, 3 Betten, oder was? 1, 2, 3, 4, 5. 5 von 5 Patienten. 2 von 5 Arbeitern. Was ist, wenn ich jetzt noch einen dritten zuordne? Das wäre okay. So, dann haben wir letztes Mal hier hinten bei dieser Holzmine entschieden, dass da die Nacht durchgearbeitet wird. Deswegen laufen die armen Zwockel hier auch noch hin und her. Das Arm sollte ich mir abgewöhnen, das sind keine armen Zwockel. Und haben eins, zwei, dann also am Ende, als wir geschnallt haben, dass doch auch mehrere gehen, 2 Kohleminen uns erschlossen. Ich glaube, ich könnte da jetzt nachgucken. Da sind noch 431 Kohle drin. So. Bei dieser Holzmine hier hinten oder bei diesen Holzkisten, die man zerlegen kann, geringes Risiko, krank zu werden. Da sind die Arbeiter. Warum auch immer die zu Hause sind. Und 3 sind in Behandlung, weil sie dann doch krank geworden sind. Na super. Ja. Dann starte ich mal weiter. Das heißt, hier unten noch. Mein Job ist jetzt eine sichere Versorgung mit Rohstoff, mit Rohnahrung herstellen. Und ein Speisehaus beginnt damit, Mahlzeiten zuzubereiten. Deswegen brauchte ich das Holz, von dem ich jetzt schon 29 habe. Das heißt, ich kann jetzt hier ins Baumenü gehen und kann sagen Nahrungsmittel, Speisehaus.
Ich bin mir gerade sehr unsicher, wie viel Platz ich freilassen sollte, um da noch eine Straße zu bauen. Dann würde ich hier mal... Da baue ich das Speisehaus hin. Und dann brauche ich für die Jagdhütte 20 Holz und habe im Moment 9. Das heißt, so können wir weiterlaufen. Hier kommen die Zwockel mit dem Holz zurück. Wir haben schon 10 Holz von 20. Und hier drüben müssten doch jetzt auch Leute anfangen, das Haus aufzubauen. 0 von 10, oder muss ich da Arbeiter zuweisen? Im Bau. Warte auf Arbeiter. Was sagen denn meine Leute? Kann ich irgendwo sehen, wo die sind? Wirtschaft, Gesetzbuch, Bauen. Ah. Wegen der Notfallschichten und Mangel an Unterkünften. Das dürfte doch jetzt aber gegessen sein mit dem Mangel an Unterkünften. Und ich habe ein Versprechen gehalten und ein Hauptziel erfüllt. Das steigert die Hoffnung. Und das sind meine Kranken. Aber so ein Überblick, wer jetzt was macht und warum die hier nicht arbeiten, kriege ich nicht. Ich gucke nochmal bei Bau, ob er mir da was zu sagt. Das ist die Wärmezone. Ich will aber wissen... Straßen und Gebäude... Komfortabel, lebenswert, kühl, kalt, sehr kalt, eiskalt. Ja, das ist, wenn ich hier den Modus umschalte. Und wir haben jetzt also die Situation, dass in den Gebäuden drin ist es komfortabel. Bis auf die beiden hier drüben, das Vorratslager, oder bis auf das eine da drüben, das Vorratslager. So, wir haben 26 Holz, das heißt, ich kann die Jagdhütte bauen und würde mal schauen, die passt da noch dazwischen. Oder packen wir sie lieber da drüben hin? Ist die da noch ein... Da passt sie knirsch rein. Aber ich will ja gerne noch Platz für Straßen freihalten. Hier dieser innere Ring, würde ich mal interpretieren, ist eine Straße. Was sind denn das da für welche? Mangel an Unterkünften. Wieso habe ich einen Mangel? Ach so, jetzt raff ich's. Ja, ich erinnere mich. Ich hatte versprochen, ich baue 40 Unterkünfte. Und jetzt sind die wach geworden und bauen jetzt die Häuser, die ich in Auftrag gegeben habe. Also ihre Schicht oder ihre Wachzeit beginnt morgens um 6. Und jetzt sagt er mir hier, ich kann irgendwas tun. Rohstoffengpass. Uns gehen die Rohstoffe aus. Unser Bedarf ist groß und wächst stündlich. Um das Problem anzugehen, können wir ein Gesetz verabschieden, das uns erlaubt, die Arbeitszeiten zu verlängern. Ja, natürlich. Verlängerte Schicht. Eine Stadt in dieser gefrorenen Hölle zu bauen, erfordert Opfer. Genau so sehe ich das auch. Einwohner können mehr schaffen, wenn sie längere Schichten arbeiten. Der Arbeitstag in jeder Einrichtung kann auf 14 Stunden verlängert werden. Überstunden verursachen Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Trotzdem unterzeichne ich das. Hört, hört! Wie bitte? 10 Stunden reichen nicht? Mein Vater hat immer gesagt, wir sollten froh sein, 10 Stunden am Tag zu arbeiten. Ja, der hatte recht, der Gute. So, jetzt werden hier...
Kann ich das eigentlich irgendwie upgraden? Gebäude demontieren will ich nicht. Leute von unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurücklassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne und fortschrittliche Gebäude zu entwerfen. Aye, Sir, verstanden. Ich glaube aber, ich muss im ersten Schritt. Die Arbeitszeit beginnt. Okay. Eine Werkstatt. Rohstoffe, Sammelstelle. Technologiewerkstatt. Die kostet. Moment. Die kostet was? Rohstoffe. Beheizstufe 2, 15 Holz, 5 Stahl. Und ich habe 15 Holz und 5 Stahl. Jetzt könnte ich sie hier reinflanschen. Ne, das reicht nicht. Ich könnte sie da reinflanschen. Dann hätte ich 3 Ausgänge aus dem City Ring, die ich hoffentlich mit Straßen zubauen kann. Ich werde das jetzt gerade mal probieren, wie das mit einer Straße ist, wenn ich die baue. Da Straßen bauen. Ich sage, ich will hier eine Straße rausbauen. Geht das nicht? Geht das doch? Ah, muss ich gar nicht. Jetzt verstehe ich. Also hier drin. Ah, ich kann auf den Grenzlinien kann ich Straßen bauen. Aber irgendwie habe ich das trotzdem jetzt nicht getan. Oder muss ich da ziehen? Confirm irgendwie? Hey, hey! Hallo, Eddie, zum einen. Zum anderen muss ich jetzt meine Pause-Taste drücken. Hallo, meine Pause-Taste. Ich muss ganz kurz hier nochmal den Ton leider wegmachen und muss mir meine Alert-Box noch runterziehen. Ja, ich hatte schon gesagt, ich hatte geplant, das alles den ganzen Stream mit einem anderen Programm zu streamen. Das ist jetzt hier die Fallback-Lösung, weil das andere Programm nicht wirklich das gemacht hat, was ich gern von ihm wollte, was es tut. Und ich habe eben gar nicht richtig mitgekriegt, wer mich gehostet hat. Und er sagt mir das jetzt hier auch nicht. Ah, doch, Eddie hat vorhin schon eine Frage gestellt. Und hat mich gefragt, wie mir es geht. Das beantworte ich gerne. Mir geht es so lala. Warte mal, ich stelle mal das Spiel weiter. Stelle mal das Spiel scharf, dass wir weiterspielen können, während ich mich die Frage beantworte. So. Na, fast. So, Frostpunk zurück. Wir sind noch auf Pause, weil wir irgendwie noch versuchen wollen, diesen Weg zu bauen. Ich habe eine ziemlich blöde Diagnose von einem Doc gekriegt, dass ich mein Sprunggelenk mir nochmal reparieren lassen muss. Ach, das ist Straße abreißen. Jetzt traf ich das. Wo kann ich denn Straße bauen? Nee, doch Straße abbauen. Rohstoffe, Nahrungsmittel, Gesundheit. Einwohner? Wo baue ich eine Straße? Wie blöd. Da.
Okay, und dann werde ich... Okay, dann mache ich dieses Experiment nicht hier, sondern mache das Experiment... Was ist das denn? Das ist meine Holzkistenmine, in der 5 von 15 Leuten arbeiten. Und da könnte ich eine Straße hinbauen. Zumindest mal in die Richtung. Jetzt läuft es. Ah, okay, kapiert. Ja, dann habe ich hier diese Lücke umsonst freigelassen. Wahrscheinlich werde ich da nichts finden, was ich da noch groß reinstellen kann. Mal sehen, vielleicht wenn wir nachher die Siedlung umgestalten. Was ich gehört habe, ist, dass es sinnvoll sein kann, wenn man um den ersten Circle eine Straße drumherum baut. Da habe ich allerdings nicht genug Holz für. Okay, dann lassen wir das Spiel erstmal weiterlaufen. Und ich muss mir jetzt hier nochmal die Minen angucken, die ich habe. Also hier haben wir eine Kohlemine. Da haben wir einen Kohlehaufen. Ach, die heißen einfach beide Kohlehaufen. Da haben wir aus Versehen einen... Da ist noch ein Kohlehaufen. Und hier sind nochmal Holzkisten. Okay, das heißt, sowohl unser Kohlevorrat als auch der Holzvorrat steigt. Ich stelle mal vorsichtshalber wieder auf Pause, um hier das Gebäude anzugucken. Das Speisehaus ist fertig gebaut, ist aber außer Betrieb, weil ich Mitarbeiter brauche, Arbeitskräfte brauche. Das heißt, ich muss jetzt mich entscheiden, wo ich die abziehe. Da sind nochmal Holzkisten. Ich nehme diese Holzkisten. Ne, ich ziehe die aus einer Kohlemine ab. Und pack sie in dieses Speisehaus rein. So. Und hier haben wir die Jagdhütte. Jäger werden aufbrechen und Rohnahrung sammeln. 10 von 15. Dann werde ich hier mal auch zumindest 5 reinstecken. Was ist denn das jetzt für ein Zeichen gewesen gerade? Dieses Gelbe. So, dann lassen wir mal das weiterlaufen. Was sagt er uns hier? Da war doch eben ein Signal. Ach, da wird was gebaut. Verbleibende Zeit etwa 7 Tage für die Werkstatt. Wahrscheinlich, weil ich da auch wieder zu viel Leute abgezogen habe. Also sie arbeiten wohl... wenn ihre Arbeitszeit endet, arbeiten sie da noch an den Häusern weiter. Und ich würde sagen, hier bei diesen Holzkisten, wo stelle ich denn jetzt die Arbeitszeit hoch? Die Notfallschicht habe ich schon mal gemacht. Ah, von 6 Uhr bis 20 Uhr oder von 8 Uhr bis 18 Uhr? Wir haben die Schichtlänge bis 20 Uhr festgelegt. Und damit haben wir die Leute für heute erstmal genug geknutet. Ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Abo und Like nicht vergessen. Und ich freue mich wie immer über Kommentare, was ihr über das Video oder über das Spiel denkt oder was ihr wissen wollt. Ansonsten macht's gut, haut rein. Bis die nächsten Tage. Der Klabautermann.